einen frohen Nikolaustag euch allen. Deswegen habe ich für euch auch heute einen echten Big Player im Sack. Die Last Ninja-Reihe von System 3. Auf dem altehrwürdigen Brotkasten ist das für mich wahrscheinlich die prägendste Spielereihe, insbesondere dank der ersten beiden Ableger der Reihe. In einem Zeitalter, in welchem Ninja-Filme derart verbreitet waren, dass es auch Ninjas im Videospielbereich zu großem Ruhm brachten. Und auch wenn die Last Ninja-Reihe jetzt vielleicht eher im Schatten von Ninja Gaiden steht, so lohnt es sich dennoch, euch mal ein wenig was davon zu erzählen. In allen drei Teilen schlüpfen wir in die Rolle des Ninjas Amakuni. Dessen Ninja-Clan wurde von einem bösen Shogun namens Kunitoki in einen heimtückischen Hinterhalt gelockt und ermordet. Was Amakuni schließlich zum letzten Überlebenden und somit dem Last Ninja machte. Natürlich ist Amakuni nun auf Rache aus und beschließt sich auf die Reise zu machen, um den Shogun Kunitoki aufzuhalten. Ja, und kaum kommen wir im ersten Level an, sehen wir auch schon erste Spuren des Gemetzels. Und müssen jetzt irgendwie versuchen, an den überall postierten Wachen vorbeizukommen. Hier könnt ihr übrigens selbst entscheiden, ob ihr sie bekämpft oder lieber an ihnen vorbeirennt. Übrigens, schafft ihr es einer Wache erfolgreich zu entkommen, begeht diese ohne zu zögern Seppuku. Denn schließlich hat sie Schande über ihren Shogun gebracht. Wow, was für ein Detail. Das Kampfsystem gehört hier definitiv zu den größeren Stärken des Spiels. Die Gegner sind zum Teil unterschiedlich schnell und auch unterschiedlich aggressiv. Und manchmal empfiehlt es sich eher defensiv zu kämpfen. Wobei euch auch unterschiedliche Waffen wie ein Bambusstock oder natürlich ein Schwert aushelfen. Neben den Waffen gibt es aber auch noch weitere Gegenstände im Level einzusammeln, die auf den ersten Blick nicht leicht zu erkennen sind. Da sie jedoch zumindest mal kurz aufblinken, wenn ihr einen neuen Bildschirm betretet, findet das aufmerksame Auge sie dann allerdings doch. Das Einsammeln der Items, naja, erfordert etwas Übung. Sich nach den Items zu bücken ist eine äußerst hakelige Angelegenheit und manchmal braucht es dafür auch ein wenig Übung. Vom Gameplay her wird euch The Last Ninja bei der ersten Spielesession wahrscheinlich noch nicht in seinen Bann ziehen. Insgesamt machen die Spiele aber einen sehr guten Nutzen von ihren Items. So wird etwa eine Rauchbombe benötigt, um an einem bösen Drachen vorbeizukommen, oder aber eine Kralle aus einer Statue, mit welcher ihr sogar eine Felswand erklimmen könnt. Ein großes Ärgernis können jedoch auch noch die Sprungpassagen sein. Gerade Teil 1 verfügt über eine Menge Sprungpassagen, die euch am Anfang verzweifeln lassen. Vor allem wenn es darum geht, einen Sumpf über ein paar Baumstämme zu überqueren oder einen Fluss über ein paar Steine. Hüpfskills sind gefragt. Oh Gott. Wer sich die Level von The Last Ninja anschaut, der wird jedoch einige nette Details erkennen. Die zahlreichen Buddha-Statuen oder die schönen Palastgärten lassen ein ganz besonderes Flair aufkommen. Und wer aufmerksam hinsieht, entdeckt vielleicht sogar das ein oder andere Easter Egg. Wie hier diesen kopflosen, herumschwirrenden Geist. The Last Ninja ist für C64-Verhältnisse definitiv eine Augenweide. Und auch auf die Ohren bekommt man einiges. Denn das Wasteland-Theme von Ben Daglish und Anthony Lee gehört wohl heute noch zu den bekanntesten C64-Tunes. Optisch wie akustisch ist The Last Ninja ein absolutes Meisterwerk und durch die vielen Todesfallen, die im Spielverlauf auf euch lauern, kommt sogar richtiges Adventure-Feeling auf. Da kann man dem letzten Ninja durchaus mal verzeihen, dass seine Sprungskills nicht unbedingt an die von Super Mario heranreichen, oder? Aber machen wir weiter mit Last Ninja 2 – Back with a Vengeance! Der Shogun Kunitoki konnte nämlich entkommen. Und nicht etwa in einen anderen Teil des Landes, sondern sogar durch die Zeit. Genauer gesagt in das New York der 80er Jahre. Also bleibt unserem Amakuni leider keine andere Wahl, als ihm genau dahin zu folgen. Ob er sich in dieser neuen Ära wohl zurechtfindet? Die Steuerung wurde dieses Mal deutlich vereinfacht. Gut, für Anfänger ist es wahrscheinlich immer noch eine Herausforderung, den Schlüssel im ersten Level aufzuheben. Aber dieses Mal ist es auch deutlich einfacher geworden, wichtige Items einzusammeln. Zum Beispiel zwei Teile eines Nunchakus jeweils im Damenklo? The Last Ninja 2 verfügt wohl definitiv über die besten Level der gesamten Reihe. Das Setting mag sehr ungewöhnlich für ein Ninja-Spiel sein, aber es erfüllt seinen Zweck. Die Levels sind deutlich kompakter als im ersten Teil, bieten kürzere Laufwege, aber dafür auf dem Weg nochmal deutlich mehr Details. Und größtenteils entfallen sogar die nervigen Sprungpassagen aus dem ersten Teil.
Größtenteils. Wer einmal versucht hat, auf das Boot im Central Park zu springen oder einen Boxenhaufen im Basement-Level zu überwinden, der weiß, dass es auch diesmal wieder die ein oder andere gameplay-technische Herausforderung gibt. Oh Mann. Nicht nur die Level, sondern auch die Gegner sind diesmal deutlich abwechslungsreicher. So trefft ihr neben Kunitokis Handlangern auch auf Polizisten, Gangmitglieder und sogar einen echten Ninja der Neuzeit. Und auch in diesem Teil gilt es wieder beim Überwinden größerer Gegner Geschick zu beweisen. So könnt ihr beispielsweise einen Alligator in der Kanalisation mit einem Molotow-Cocktail abfackeln oder eine übergroße Raubkatze mit einem mit Betäubungsmittel überzogenen Fleischstück außer Gefecht setzen. Und auch sonst warten wieder echte Gefahren des Alltags auf euch. Messerwerfende Jongleure beispielsweise. Was zur Hölle? Verkehrsraudis. Tja, warum läufst du auch bei Rot über die Ampel? Krabbelspinnen in der Kanalisation. Und natürlich ein übergroßer Ventilator, der euch mal eben wegpustet. Ich liebe dieses Spiel einfach. Die Level sind so bunt und abwechslungsreich. Und das Spiel kommt nochmal mit einem so viel tolleren Soundtrack daher wie der Vorgänger, dass ich diesen Titel nochmal eine deutliche Stufe über Teil 1 ansiedeln würde. Und auch in diesem Spiel warten wieder Easter Eggs auf euch, beispielsweise im Office-Level. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist tatsächlich Superman. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Übrigens, im 1990 erschienenen The Last Ninja Remix bekommen wir nochmal eine leicht geupdatete Version des Spiels. Und diese wurde sogar mit einem echten Intro ausgestattet. Großartig. Kommen wir nun aber zum dritten und letzten Ableger der Reihe, The Last Ninja 3. Amakuni kommt im sogenannten Palace of Mysteries an, wo er dem bösen Shogun Kunitoki ein für allemal das Handwerk legen möchte. Und begleitet, Leute, wird das Ganze mit einem für C64-Verhältnisse echt atemberaubenden Intro. Ich bin hin und weg. 5 Level erwarten euch in diesem Palast. Jedes Level mit seinem ganz eigenen Thema. Zum Beispiel Wasser, Erde und sogar Feuer. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Neu ist jedoch, dass es diesmal neben den üblichen Gameplay-Elementen auch eine sogenannte Bushido-Anzeige gibt. Diese zeigt euch, ob ihr ein Feigling seid, weil ihr ständig Kämpfen aus dem Weg geht, oder ob ihr ein ehrenwerter Ninja seid. Auch dieses Mal gibt es wieder Waffen und weitere Gegenstände zu finden. Und auch auf die beliebten Sprungpassagen müsst ihr nicht verzichten. Aber keine Sorge, auch im dritten Teil halten die sich eher wieder in Grenzen. Dafür ist das Spiel nun deutlich rätsellastiger und kommt im Gegensatz zum zweiten Teil deutlich weniger wie ein Beat'em'up daher. Insgesamt muss ich aber sagen, leider, dass mir der dritte Teil etwas weniger gefallen hat wie die ersten beiden Ableger der Reihe. Doch wie schon bei dem vorhergehenden Titel ist es auch beim dritten Teil so, dass vor allem die Präsentation das Spiel ausmacht und es somit zu einem echten Top-Titel macht. Grafisch wie akustisch ist The Last Ninja 3 absolut oberstes Niveau. Durch Intro und Endscreen bekommen wir zudem eine deutlich lebendigere Variante der Story serviert. Durch den späten Release im Jahr 1991 wurde eben doch nochmal so einiges aus dem Brotkasten herausgeholt. Ihr seht also, die The Last Ninja Reihe gehört mit Sicherheit zu den Spielereien auf dem C64, die sich von ihrer Präsentation her absolut in der vordersten Reihe befinden. Gameplay-technisch gab es vermutlich bessere Titel, aber die abwechslungsreichen Level und die Adventure-Elemente machen aus der gesamten Reihe ein echtes Erlebnis. Ein absolutes Must-Have auf dem Brotkasten.